Sie sagt, oh, wenn ich mir das vorstelle, dass ich ja nackt in meinem Bett liege und dann kommt die Kripo und dann ziehen die mich hier raus. Doch die Hauptfolge. Guck mal, wie alleine, wie niedrig ich hier sitze. Das ist alles scheiße, Mann. Ich sitze sehr hoch. Ich kann dir ja, alles noch, gut. Ich kann dir noch einen rüber. Alles geben. Gut, alles gut. Wir machen heute mal Kuckradio. Hey, Leute. Das sieht man noch gar nicht. Guck mal, wie das aussieht. Willst du nicht einen großen haben? Nee, guck doch mal, das ist super. Ja, gib her. Also, liebe Rentner am Radio gerade eben. Ihr könnt trauern, denn ihr könnt dieses Neuland... Tino, halt mal deinen visuellen Gag hoch. Dieses Neuland könnt ihr nämlich nicht so geil erleben übers Radio. Da musst du reinzoomen, glaube ich. Ja, halte ich gleich nochmal an die Kamera. Wir machen heute zur 60. Ausgabe Brennpunkt Hörerwunsch eine Sonderausgabe. Radio mit Bild. Wow, aber nur für die Leute auf YouTubes. Tut mir leid, liebe Radiohörer, das ist natürlich jetzt für euch ein bisschen eine Unannehmlichkeit. Dazu kann ich sagen, habt ihr gelitten. Aber gleichzeitig ein Querverweis, dass ihr zu YouTube schauen solltet. Ja, schaut doch mal YouTube, Brennpunkt, Hörerwunsch, Brennpunkt, Internet. Beides findbar auf YouTube, Brennpunkt, Internet, / Nosterafakt ist der ehemalige Name des Kanals. Wir auf jeden Fall, Brennpunkt, Internet, heute mal in einer super Sondersendung. Super Sendungen. ja, wir nehmen ja heute zwei auf. Wir können ja so transparent sein, dass wir sagen, wir... Rekorden heute zwei Ausgaben. Ja, wir stellen heute einen Rekord auf, möchte man meinen. Wer sind wir denn eigentlich, Tino? Während ich mal zur Kamera gehe und die ein bisschen richte, erklärst du uns mal, wer wir sind. Wir sind der Brennpunkt Internet, der erfolgreichste Podcast in Weimar, aus Weimar, über Weimar und das Internet, was die sozialen Medien und alles andere, was sich darin befindet, bewegt hat. Ist das deine Mütze? Das ist meine Mütze, ja. So, jetzt die kannst du gerne benutzen für irgendwas. Die werde ich dann hier mal unterlegen, damit das so ein bisschen besser aussieht. Für die. Ja, doch, ach, guck doch mal, wie gut das auf einmal ist. So. Ja. Aber nicht, dass die umfällt, die Kamera. Nee, ach, das kann die schon ab. Wir machen heute mal eine Sondersitzung im Randstudio. Das ist das Studio im Erdgeschoss und es klingt immer so mittelmäßig. Wir sind heute spontan hier und das obere Studio ist quasi bereits vergeben. Tino, du musst jetzt ein bisschen weiter erzählen, weil man hört mich nicht so gut. Ja, gerne. Wir sind Robin Nosterafu TV und Tino Ranacher. Wir sind Online-Experten, Influencers, mit Influencer, Corona-frei noch. Er ist ein YouTube-Star, ich bin ein Schauspieler mit Wikipedia-Eintrag und wir nehmen uns das Recht raus, über wichtige Ereignisse im Internet zu berichten. So. Und das heute zum 60. Mal quasi. Ja. Ungefähr. Nicht ganz. Und wie ihr wisst, zu jedem Staffelfinale quasi machen wir eine Sondersitzung. Und das ist heute quasi das Special Feature. Wir machen mal mit Bild, zeigen euch das Ranz-Studio, wie wir hier aufnehmen. Absoluter Wahnsinn. Alle Betriebsgeheimnisse werden hier veröffentlicht. Oh, ist das ein Querverweis? Stimmt. Ist das ein Querverweis? Ist das etwa ein Querverweis zu einem neuen Brennpunkt-Hörerwunsch, der da kommt? Tino, beschreib dem werten Publikum mal, die jetzt quasi nicht gucken können, was du denn da um dich herum stehen hast. Hier steht eine Schallmauer. Eine Schallwand. Oh, schwarze, ist die gut. Damit es nicht ganz so doll hallt, wenn ich hier sitze. Weil der Robin vor mir sitzt nämlich vor Schaumstoff, der Schall abfängt und Hall abfängt. Aber oh ja. Nicht. Wie gut das funktioniert, hört ihr ja gerade. Hi. Nämlich gar nicht. Denn das ist, wie ihr alle wisst, das Ranz-Studio. Und oben hier ist es halt ein Studio, was eingekerkert ist. Und da kann nichts passieren. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie aus der Netflix-Serie You zum Beispiel. Da ist man auch im Glaskasten eingesperrt. Aha. Wir haben jetzt hier immer eine schöne Sicht auf den Goetheplatz, die eigentlich hier ziemlich beschissen ist im Vergleich mit dem Studio oben. Das lenkt auch immer voll ab, wenn ich hier sitze und rausgucken kann. Ja, die ganzen Larven, ey, da kriegt man das Kotzen, oder? Ja. Widerlich. Ja, das auf jeden Fall dazu. Wundervoll, wie das hier aussieht, aber die Tonqualität ist einfach deutlich schlechter als oben. Wir nehmen doch den Ton aus der Kamera. Wäre wahrscheinlich besser, als das, was wir hier gerade für eine Scheiße aufnehmen. Ja, also so sitze ich dann hier immer, muss dann mir Tino da antun. Der einzige Vorteil hier ist, hinter Tino ist hier kein Fenster,
was mir quasi was die Augen blende, ausbrennt, ja. Ja. Jedes Mal. Vielleicht machen wir einfach zur 70. Ausgabe dann nochmal ein Special mit Video und dann im richtigen Stimmt. Studio. Ja. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich komme hier nie wieder her. Ja. So, Moment. Jetzt. Aber es geht nicht anders. Das ja. ist ungefähr Tinos Sicht hier auf diesen Lautsprecher, der nicht gedreht werden soll und ab und zu gedreht den, wird. Den Sex-YouTuber hier vor mir, der röchelt und immer fast stirbt. Besonders beim Lachen. So sitze ich dann hier immer da. So. Aber ich muss zugeben, ich hänge so gerne mit dir rum, weil wenn ich pupse, das merkst du gar nicht. Ja, das stimmt. Ne? Es gibt immer einen Vor- und Nachteil. ja, also so sitzen wir dann immer hier blind, immer. Genau. Und ich, genau, jetzt haben wir es eingeblendet. Toll. Oh, die Leute am Radio gerade, ne? Wie die gerade, wie die Mutter von Felix Supernanny, liegt auf dem Boden winseln, weil sie das Bild gerade nicht sehen können. Schnell auf YouTube gehen. Schuld. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in die Themen kommen, was diese Woche mal wieder passiert ist und wie weit sind wir eigentlich in der Woche, das erklären wir euch gleich. Ich werde erstmal die Kamera wieder auf Position bringen, dass man uns beide gleichzeitig sieht. Das war quasi jetzt die Rumtour. Sehr gerne. Also heute ist quasi erst der Mittwoch. Sonst nehmen wir immer schon erst am Freitag auf, dass die Woche so ein bisschen vorbei ist und wir am Sonntag dann nicht ganz so inaktuell sind. Aber heute sind wir aus besonderen Umständen. Diesmal ist Robin schuld. Früher dran, sonst immer ich. Ich gebe es zu, sonst bin ich immer irgendwo drehen oder spielen irgendwo. Aber heute bin ich quasi wegen Robin hier. Und ich habe meinen Dreh gerade beendet. Ich habe wieder für eine tolle Arztserie gespielt und darf jetzt hier einen tollen Podcast aufnehmen. Und ich muss zugeben, ich habe noch ganz wenig gesammelt für die Woche. Aber ja, wir müssen uns jetzt vielleicht ein bisschen Dinge aus dem Arsch ziehen, aber das ist ja nicht für alle Neuland. Das stimmt. Und Also ich muss gleich einsteigen in ein Thema, was du hast noch gar nicht, Moment. Ja. Ich verbiete dir das. Gut, wir wollen uns gegenseitig ergänzen. Ich muss einsteigen. Nein, ich verbiete das. Du hast nämlich gar nicht gesagt, warum wir hier verfrüht anfangen. Weil du fährst weg. Ich fahre weg. Ich gehe nämlich nach NRW. Da sind nämlich die Chancen höher, dass ich Corona bekomme. Und diesen Gamble gehe ich ein. Ich treffe mich mit Herr Rodes, wir filmen ein bisschen, wir machen einen Boulder-Stream. Ach toll. Ja, wahrscheinlich Samstagabend, ja. Gehen wir bouldern, da kommen auch die ein oder anderen Leute aus der Nostera Wohlfühloase, in die man sich reinkaufen kann für $3 im Monat. Absoluter Wahnsinn. Ja. Das ist ja fast geschenkt. Das ist ja, also noch weniger, noch 4 Euro billiger. Und du verdienst im Monat, wenn du in die Oase eingehst. Muss man sagen. Ja. Muss man so sagen. Absoluter Wahnsinn. Ja, und deswegen gehe ich quasi nach Köln, weil so kurz vor meiner OP geht hier in Weimar einfach nichts. Man kann nichts machen so. Außerdem Herr Rodes, ja. Mein Cousin quasi mal wieder besuchen. Quasi. Über Ecken. Ja. Schwierig. Und wenn der Stammbaum im Kreis ist. Ja. Das ist halt kompliziert. Es ist eher so eine Todesspirale. Am Ende, genau. Am Ende steht dann Gott. Naja, gut, das also dazu. Wo musst du einsteigen? In den Van von dem kleinen Vergewaltiger? Das auch. Das war, also ich bin ja jetzt kein Kind mehr, aber inzwischen steige ich nicht mehr so gerne in fremde Vans ein. Okay. Und nein, ich muss echt sagen, mich beschäftigt das Coronavirus gerade sehr, muss ich sagen. Oh, Tino, da bist du aber was Besonderes. Ja, ich weiß. Steile These gerade eben. Nee, es war mir halt bisher echt scheißegal. Und ich bin ja selber angestellt oder hauptamtlich tätig in einer Einrichtung für sexuelle Gesundheit und so und überhaupt so im Gesundheitswesen, neben meinem ganzen Schauspielkram, von dem ich nicht immer leben kann. Und meine Kolleginnen sind alle sehr... alle gesund, aber die sind alle sehr kritisch, was Corona angeht und sagen, es ist ja alles nicht so schlimm, alle übertreiben völlig. Und dann habe ich aber den anderen Kreis in meinem Leben, ich war ja heute wieder drehen und ich durfte keinem die Hand geben und wir haben uns alle nur irgendwie mit Ellenbogen begrüßt und alle haben Angst vor Corona und es hieß vorher auch schon, dass vielleicht die Produktion vielleicht eingestellt werden könnte, vorübergehend, vielleicht, wenn es soweit kommt. Und dann habe ich einen Post gelesen von Martin Sonneborn, der uns bei Tyler geschrieben hat, wir können uns schon mal darauf einstellen, dass wir in 8 bis 10 Tagen Ähnliches erleben werden wie in Italien. Und wenn also ein Mensch wie er sagt, unsatirisch, da habe ich echt keinen Bock darauf, dass ich nicht weiß, wo ich einkaufen gehen soll, dass ich nicht mehr raus darf, dass ich nicht mehr... Also
Du bist da jetzt vielleicht, du warst jetzt heute mit diesen komischen Leuten unterwegs, die immer gendern wollen und immer alles ganz korrekt machen wollen. Und da ist das natürlich ganz klar, dass man vielleicht da ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber ganz so hart ist es aus mehreren Gründen. Du musst mich hochziehen, nicht. Robin. Ich zieh dich jetzt ganz hoch, unten. Pass auf. Alleine Italien hast du jetzt angesprochen. Mhm. Italien ist auch ein großes Thema diese Woche gewesen, denn die Todesrate ist jetzt irgendwie, also nicht die Todesrate, sondern die Zahl der Toten ist jetzt auf fast 700 gestiegen. Mhm. Insgesamt. Beziehungsweise zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist es wahrscheinlich noch einiges mehr. Oder auch weniger, mal sehen. Vielleicht auch, wenn vielleicht sind auch wieder, ja. Kann ja sein. Nein, also das ist ein großer Anteil an alten Leuten, denn hatte ich das nicht im, habe ich das im, ich verwechsel das immer, ob ich das in meinen Streams sage oder im letzten Podcast oder was auch immer. Auf jeden Fall in Italien ist das Durchschnittsalter sehr, sehr hoch. Ja, hast du hier gesagt. Das habe ich hier gesagt. So, 45 Jahre im Vergleich zu zum Beispiel 37 in Amerika, Durchschnittsalter ist sehr hoch. Deswegen ist die Todesrate oder die Sterberate da sehr viel höher. Und auch das, was du sagst, so mit, oh, dann kann ich nicht mehr einkaufen und so, so wie ich das verstehe. Im schlimmsten Fall gibt es halt quasi eine komplette Quarantäne. Das bedeutet aber, dass quasi nur das Sozialleben zurückgefahren wird oder auf Null gesetzt wird, im Idealfall so, dass du trotzdem noch einkaufen gehen kannst. Wenn du es nicht kannst, wirst du auch, muss der Staat sich irgendwie, so habe ich es verstanden und so kann es Deutschland meiner Meinung nach auch stemmen. Dann wirst du auch versorgt zu Hause, staatlich geregelt. Aber wenn du zum Beispiel einkaufen gehst, geht halt einer für die ganze Familie und nicht die ganze Familie. Und weißt du, dein Sozialleben ist halt runtergefahren, du sollst möglichst weit zu Hause bleiben und nur das Allernötigste. So verstehe ich das und so finde ich das auch vernünftig. Und dieses ganze, nicht die Hände geben und Hände waschen und so, das ist ja auch nicht das vermittelt natürlich das Gefühl, als hätte ich das jetzt gerade an der Hand. Aber es ist ja eigentlich nicht viel mehr als eine Vorsichtsmaßnahme. Richtig. Und das ist ja das Vernünftigste, was man machen kann. Das ist ja auch in der Luft und so. Und gestern im Zug saß ein Mann neben mir, der hat sich neben mich gesetzt mit einer Atemmaske. Direkt die Waffe rausgeholt. Und ich wusste nicht, will er sich jetzt schützen? Dann ist er ziemlich doof, weil das hilft nicht viel. Ja. Oder hat er Corona und hat deswegen diesen Mundschutz. Aber ich glaube, dass Corona-Leute gar nicht Zug fahren dürfen derzeit. Sie dürfen ja nicht raus. Ja, das ist natürlich auch tricky. Dies wissen. Das ist jetzt auch tricky. Habe ich das mit dem Japaner schon erzählt in der letzten Folge? Der es entdeckt hat, oder? Nee. Also es gab einen Japaner und es gab, also international gibt es mehrere ähnliche Fälle. Entweder aus Ignoranz oder aus Bösartigkeit. Aber ein Japaner gab es auf jeden Fall, der hatte das und hat dann auch Zettel hinterlassen, hat gesagt, ich verbreite das jetzt und ist dann mit Absicht ganz viele Bars hat er aufgesucht und hat dann möglichst viele Leute wahrscheinlich angehustet, weiß ich nicht. Also ich stelle mir das ganz witzig vor. So, ja, ich auch. Musikpark erwähne ich an dieser Stelle nur, um den Ruf ein bisschen runterzuziehen. Bis zum Beispiel im Musikpark, ja. Und so auf dem Dancefloor stelle ich mir ganz witzig vor. Ja, schon. Es ist, du kannst darüber nicht lachen. Nee, ne? Du bist nicht, nee. Dir schlackern jetzt richtig die Eier. Nee, also, wie gesagt, ich glaube oder ich glaube zu wissen, dass wenn du unter 50 bist, ja. dass dir Corona nichts ausmacht. Ja. Viele merken Corona gar nicht, wenn die es haben. Also diesen Stamm von Corona. Aber jetzt wirklich bewusst eine Krankheit, egal ob es eine Grippe ist, ob es Corona ist oder irgendwas anderes, zu verbreiten, gut, also, finde ich halt irgendwie nicht lustig. Ich weiß nicht, was mit mir falsch ist, aber... Ja gut, aber du findest auch Vergewaltigung an Kindern nicht witzig und machst trotzdem Witze über Michael Jackson zum Beispiel. Ja, über Michael Jackson, ja. Aber er ist ja jetzt auch wenn überhaupt ein Täter. Aber er ist ja tot, er kann mich nicht mehr verhauen. Erstens, er ist tot und begraben und zweitens macht man sich ja über die Täter lustig, aber nicht über die Opfer. Wenn jetzt irgendwie jemand Menschen ansteckt mit einer Krankheit. Aber ich habe mich ja gerade über den Täter lustig gemacht. Der auf dem Dancefloor ist. Naja, du hast ja gerade gesagt, du findest die Aktion witzig, dass er. Nein, hä? Also, nee, das kam dann falsch rüber. Das habe okay, ich so gut, auf jeden Fall gut. nicht gesagt. Also, ich finde es nicht witzig. Nein. Ja, okay, aber also, ja, dann muss ja, ich das revidieren, wenn das so rüberkam. Ja, also er ist halt lächerlich so letztendlich. Nee, ist nicht halt lächerlich, ist ein Arschloch. Ist auf jeden Fall ja, ein Arschloch. Richtig, ja, aber genau. Trotzdem kann ich ja die Vorstellung witzig finden, bewusst in den Musikpark zu gehen, nur um den nochmal zu erwähnen. Ja, und vielleicht. ja. ja, oder in meinem Humor, dass man auf einen AfD-Parteitag geht und dann so rumhustet. Das findest du dann wieder witzig. Richtig. Ja, toll. Ja. Ich muss also, die Musikpark magst du scheinbar. Ja? Ich war einmal da, keine Ahnung. Ja, wärst du ein paar Mal mehr hat da gewesen, Spaß hättest du jetzt mehr über meinen Witz gelacht. toll. Hat keinen Spaß gemacht dort. Ja, also
Ich verstehe deine Sorge. Ich nenne es mal nicht Angst. Ja, es ist eine Sorge. Es ist mir echt scheißegal. Ich finde, ich habe keine Angst vor Corona. Ich habe nur Angst vor der Panik und vor den Leuten, die völlig durchdrehen. Und meine Eltern wollen auch nach Italien in Urlaub fahren, irgendwie im Sommer und so. Und die müssen auch jetzt in Urlaub canceln. Hey, Trump hat gesagt, wenn die warme Zeit kommt, wird er auf einmal auf magische Art und Weise verschwinden. Vielleicht, wenn die Erkältungszeit vorbei ist, sagt meine Kollegin ja auch. Also in Italien ist es halt schon warm. Von daher ist es nicht ganz so. Na gut, aber Norditalien bei den Alpen. Ja, also wie auch immer. Der Punkt ist, ja, aber nein, sag ich. Ja und nein. Ja, ich verstehe den Punkt. Und man sollte es einfach alles akzeptieren als, also sich die Hände waschen, sollte man sowieso tun. Ja. Auch hier nochmal. Ich kenne Menschen in meinem Bekanntenkreis, die das nicht tun, wo ich es erlebt habe. Und auch einer mal, das war ganz eklig, wir haben gekocht gemeinsam. Ja. Und das Klo war echt halt direkt neben der Küche und ich konnte halt hören, was er tut, so ungefähr. Und er hat gespült und kam fast direkt raus. Und wir haben gekocht gemeinsam und ich dachte, fuck, was mache ich jetzt? Na, da musst du was sagen. Hab ich mir nicht getraut, war ich irgendwie 18 oder 19 und war noch ganz schüchtern. Und irgendwie dachte ich mir, oh Gott, ich kann das jetzt nicht essen, was er jetzt macht. Es waren nur Nudeln, irgendwie so Nudelauflauf, das finde ich noch ganz okay. Aber ich glaube, er hat einfach nur ökologisch gedacht. Wassersparen, hat sich auf die Hände gepullert währenddessen so. Nee, er hat in der Klospülung einfach noch die Hände runter ins Wasser gehalten. Okay, ja, dann verstehe ich völlig. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist für mich echt so ein absolutes No-Go. So. Ja, Hygienefreund bin ich seit eh und je. Ja. Ja. So, aber man sollte es einfach betrachten, es geht um dieses scheiß Händewaschen. Das ist halt eine Vorsichtsmaßnahme, das heißt nicht, dass jetzt das gerade alle an ihren Händen haben und dass sie das abwaschen müssen. Ist ja überall. Und so wird es halt irgendwie gefühlt gehandhabt, weißt du wie? Ich finde es so schön, dass ich mich nicht mehr entschuldigen muss, dass ich Leuten nicht mehr die Hand geben will. Ja. Das find ich finde Verbeugen eh geiler, ich sag's dir. Verbeugen ist der Shit. Verbeugen? Stimmt, ich habe auch überlegt, was kann man denn machen? Also auch selbst so Fist und so oder das, selbst da ist ja so eine gewisse Kontaminierung vorhanden, so minimal. Aber man braucht was, wo man sich nicht sieht. Erst dachte ich so an die NSDAP. Wo man sich nicht sieht. Wo man sich nicht berührt. Augen zu und weg. Genau, hallo? Nee, ich dachte erst so an die Nazis so. Ja, das hatten wir. Arm nach oben, genau. Ja. Aber das finde ich jetzt geschichtlich irgendwie negativ behaftet. Irgendwie schon, ne? Das ist irgendwie ungünstig aber gemacht. Verbeugen, das ist so ein bisschen dieses so. Kann man nicht im Nachhinein einfach so die Wertung aus gewissen Gesten wieder rausschreiben, sozusagen? Dass die irgendwann wieder frei sind? Haben die so eine Halbwertszeit? Du musst die positiv besetzen, glaube ich. Irgendwie. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel im Kindergarten den kleinen Kindern zur Begrüßung einfach, ich hab dich lieb, und dann macht man halt so einen Hitlergruß. Ja. Was dann halt, ich hab dich lieb Gruß ist das dann. Hab dich lieb Gruß. Ich wette, es gab irgendwie vor 2000 Jahren irgendeinen Cäsar-Gruß oder so. Den macht heutzutage auch keiner mehr. Oder dieses Victory-Zeichen, ja. Was aber gleichzeitig auch, wenn du es verkehrt rumhältst, bedeutet, hier, ich habe noch meine beiden Finger irgendwie von den Engländern. Ich habe meine Finger. Ja, nee, weil die haben, von den Bogenschützen haben die Finger abgeschnitten. Und deswegen haben die damals so die Finger gezeigt, um zu zeigen, ich habe sie noch, du Arschloch. Ich bin kein Bogenschütze. Ich kann dich noch erschießen. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch geil. So, aber das macht halt heutzutage keiner mehr, weil es halt seine gewisse Halbwertszeit. Naja, aber ich mache auch mal Fotos so oder so. Ja, ich bin Bogenschütze, schieß dir einen Fall in den Schädel, heißt das. Gut zu wissen, ey. Ja. So, wieder was gelernt. Brennpunkt Internet, dankeschön. Ja, also ich verstehe die Sorge. Aber auch Kindergärten sprichst du gerade an. Was machen denn die Menschen, die arbeiten gehen müssen, aber die Kindergärten nicht geschlossen sind? Das ist ja der Punkt. Also ich finde es eigentlich ziemlich dumm. Oh, wir sind viel zu ernst heute, Leute. Wir müssen jetzt gleich noch ein bisschen über Code oder sowas reden. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja Brennpunkt Witzveranstaltung und nicht Brennpunkt seriös. Wenn jetzt ein Kind sich in die Hose macht. Aber pass auf. Was mein großes Problem mit dieser ganzen Aktion ist, ja, ist, diese ganzen Maßnahmen sind reaktiv. Jetzt haben die Leute auf der Kamera vielleicht gehört, dass die nur was fallen lassen hat. Meine Würde. Ja. Meine Würde ist gefallen. Nee, diese ganzen Aktionen sind halt Reaktionen und nicht proaktiv. Weißt du, dass du sagst, im Vorfeld sagen wir jetzt einfach mal 2 Wochen, machen wir hier Stillstand, was halt auch gerade mehr oder weniger in China passiert. Was übrigens für ein sehr smogfreies China gesorgt hat. Und machen hier einfach 2 Wochen präventiv fast gar nichts quasi, legen das ein bisschen lahm. Das ist natürlich, die Wirtschaft, halt dein Maul. Und dann kann man verhindern, dass es überhaupt sich erst ausbreitet, statt hinterher zu sagen, oh, jetzt sind hier so viele infiziert, jetzt bleiben alle zu Hause, so, weißt du wie? Alle erschießen. Ja, genau. Das ist doch das Problem der Menschheit, dass sie immer reaktionär handeln müssen. Es muss immer erst was passieren, obwohl 1000 Menschen davor gewarnt haben, das wird passieren, müssen die Menschen immer erst abwarten, bis jemand stirbt. Beispiele.
bevor es in Amerika oder in Deutschland war, haben wir ja gesehen, was so in China zum Beispiel los ist oder in Südkorea. In Südkorea gehen gerade die Zahlen stark zurück, weil sie nicht, weil sie irgendwie alles zumachen, sondern weil sie ganz viele Tests machen. Also jetzt ganz flächendeckend. Haben ja da, glaube ich, auch diese Drive-Thru-Dinger. Und da müssen die Amerikaner eigentlich sofort hohen Puls kriegen, wenn sie das hören. Alle, was ist kein Drive-Thru? Große Pommes, eine Cola und ein Corona-Check, bitte. Genau. Im Mac-Menü? Ja, bitte. Ja. Und was hatten sie noch? Also Aufklärung, ich weiß nicht, die hatten so drei Maßnahmen, die eigentlich so selbstverständlich sind und dadurch gehen die Zahlen zurück. Auch Japan, ne? Japan gerade für 400 Euro hin und zurück. Weißt du, wie mir da der Finger juckt, da auf Kaufen zu drücken? Das ist echt billig, ja. Das ist so hart. 400 Euro hin und zurück. In Osaka war ich noch nicht, ja? Hm. 400 Euro. Und wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, ist in Japan, obwohl gerade, wer ist das? World Health Organization oder so, glaube ich. WHO? Ja, ja, die empfehlen halt auf jeden Fall von Reisen ab oder raten von Reisen ab, die nach China sind. Und bei Japan soll man reconsidern, ja, also nochmal drüber nachdenken, ob es das wert ist. Ja. Aber die Zahlen in Japan sind ähnlich wie in Deutschland, gehen meiner Meinung nach zurück, wenn ich diese Statistik richtig sehe, weil bei Deutschland sind die Zahlen mittlerweile im schwarzen Bereich, das heißt sind mehr. Und bei Japan waren sie im schwarzen, sind jetzt gerade im dunkelgrauen. Mhm. Heißt, es werden täglich ein bisschen weniger angesteckt. Ja. Und das, obwohl in Japan irgendwie drei oder viermal so viele, oder was, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vielleicht auch fünfmal so viele Menschen wohnen. Mhm. So. Das heißt, eigentlich müsste es doch in Japan safer sein als in Deutschland. Das weiß ich nicht. Natürlich gibt es diesen einen Typen, da muss man aufpassen in der Bar, dass ja, man da genau, nicht in die falsche Bar geht. Den muss man vermeiden. Aber schon im Flugzeug dahin, ja, weißt du ja nicht, wer daneben dir sitzt. Wenn da einer aus China ist, der Fledermaussuppe hatte zum Mittag, ja, dann war es das mit dir. Klassisch, ne? Auch dieser Rassismus gegen die Chinesen. Wer war denn das jetzt? Das war auch ein Amerikaner, das war kein Deutscher, der vom Chinese Coronavirus gesprochen hat. Hm. Und damit. Es war, glaube ich, so ein enger Vertrauter von Trump. Ach, zitiert mich nicht, ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist halt so Sachen, die man nebenher bei mitbekommt. Selber auf jeden Fall dieses Framing Richtung, ja, die Chinesen sind dafür verantwortlich quasi. China. Und alles, was hier passiert, das kann man nicht Trump in die Schuhe schieben, auch wenn er gerade absolut versagt. Mhm. Alles in Hinsicht auf Prävention oder auch, wie ich gesagt habe, irgendwie aktiv oder reaktiv. Die haben noch keinen Fall, ne, in den USA. Lass aber mal ganz kurz sagen, wenn wir jetzt heute wirklich noch mal so ausführlich über Corona, das ist ein guter Lückenfüller, ne? Weil wir ja Mittwoch haben, ist noch nicht so viel passiert. Ich habe noch andere Sachen. Wir reden auch gleich noch mal über Excel und über Pipipakaka, YouTube, lololololol. Oh, toll. Aber wenn wir jetzt heute so ausführlich über Corona reden, dann lass vielleicht wirklich die nächsten Wochen, außer es passiert wirklich was ganz Relevantes, lass ein bisschen zurückfahren. Das war ja nun mal du trägst dazu bei, dass der kleine Tino draußen auf der Straße diesen Podcast hört und sich dann sagt, oh, bis jetzt dachte ich eigentlich immer, lass mich in Ruhe, aber jetzt war ich mit meinen Schauspielerkollegen unterwegs, habe gesehen, dass die alle dumm sind und jetzt habe ich Angst. Na, ich bin auch hin und her gerissen. Wie gesagt, es ist ja nicht, dass ich Angst habe, es ist eher so diese Furcht davor, dass die Menschen alle durchdrehen, ich mein Leben nicht mehr leben kann, weil die alle dumm sind. Also pass auf, die einzige Sache, die ich halt wirklich einlenken muss, ist, halt dieses zynische, oh, das trifft ja eh nur die Alten so, das ist schon ein bisschen, weil wir haben ja auch alle Eltern und so, die vielleicht auch irgendwie... Klar ist es nicht geil, ich will auch nicht, dass mein Opa jetzt irgendwie Corona kriegt. Ja. Das wäre schlecht. Das ist halt die Sache, wo ich einlenke, das kann nicht irgendwie eine Ausrede sein oder eine Rechtfertigung oder halt irgendwie die Attitüde zu sagen, scheiß auf Corona, es trifft ja eh nur die Alten, das finde ich ein bisschen... Aber an der Krippe... Aber natürlich finde ich es lustig zu sagen, dass CDU-Wähler sterben, lol. Wegsterben, ja. Aber an Krippe sterben ja auch alte Menschen, regelmäßig. Ja, na klar. Aber die ist vielleicht, also ja, dieses Grippe-Ding ist ja, aber die Sterberate ist ja trotzdem geringer von Grippe als von Corona. So, keine Ahnung. Es gibt mehr, weil sich noch mehr damit anstecken, aber die Sterberate in Prozent ist größer bei Corona. Also ich calle jetzt mal, dass... in zwei Wochen, nee, also ich glaube, dass wir eine kurze Quarantänezeit haben werden. Echt? Ich glaube schon, dass es auch, also sowas hier geben wird für eine kurze Zeit, aber nicht lange. Dann wird uns irgendwer retten, ob es Merkel ist oder Seehofer oder so. Und dann ist es im... Merkel zieht ihren Superheldenanzug an und rettet uns alle. Und dann im Herbst, wenn die Ärzte auf Tour sind, ist alles wieder vorbei und die können aufs Konzert gehen. Das ist mein großer Wunsch, ja. Und vorher noch Bonn, My Chemical Romance mit Soulfang. Freue ich mich sehr drauf. Wann ist das? Auch erst im Herbst? September, glaube ich, oder? Okay. Nee, Juli? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Das ist aber da dran. Also Juli wäre echt knapp. Ich kann es gerade echt nicht sagen, wann das ist. Ich glaube, ich muss wirklich nochmal seriös gucken nach Flügen nach Japan. Vielleicht ist es ja auch so, dass dieser Corona-Bonus quasi jetzt erstmal
Infinite gilt. So, also auch wenn du jetzt für Dezember zum Beispiel buchst, ja, dass dann trotzdem der Corona-Bonus kickt. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt nur nach, Bonus? Naja, dass es so billig ist. Für 400 Euro hin und zurück, wenn, bist du bescheuert, Alter. Wenn du jetzt eh buchst, dann hast du eh das Ticket für den Preis bekommen. Ja, ja, meine ich ja. Aber ich habe ja jetzt nur geguckt, diesen Monat und nächsten. Die Frage ist ja, ob quasi auch im Dezember so ein Flug verfügbar ist. Ja? Naja, ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn das alles sich wieder so einrenkt, dann kann das sein, dass du wieder in die Höhe schießt. Du wieder für 3 Millionen Euro nach Japan fliegen musst. Hm. Ungefähr. Ja. Wir können gerne den Corona-Blog abschließen. Nee, wir müssen noch eine Sache erwähnen, die deine Angst schürt. Ja. Der erste Fall in Weimar. Kino. Ja, habe ich auch gehört. Hm. Schlackert dir da die Eier? Ich habe es gelesen bei Oberbürgermeister Peter Kleine auf der Instagram-Seite. Ist er's? Er ist es nicht, glaube ich. Ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien pushen, aber vorgestern kam Franz wieder nach Weimar und gestern gab es den ersten Corona-Fall in Weimar. Das kann kein Zufall sein. Ich weiß ja nicht, also ein Schelm, der da irgendwie... Wo war denn die Reha-Klinik? War die in China? Die war an der tschechischen Grenze. Das ist ja, also das ist ja Osten, das ist ja fast China. Also ich habe Franz noch nicht gesehen inzwischen. Prag ist ja quasi Nachbarstadt von Wuhan, also... Mhm. Muss man sagen, ist näher dran als Erfurt und Wuhan. Richtig. Eieiei. Deswegen flüchte ich auch jetzt nach Westen. Ah. Muss ich kurz überlegen, wo Westen ist. Nie ohne Seife waschen, ja, Westen. Ja. Ich kannte auch damals den ersten, einer der ersten Vogelgrippe-Patienten tatsächlich persönlich. Das war auch ein Promi. War es ein Spatz? Nee, es war ein Mensch. Ah, okay. Und der ein bisschen aussieht wie ein Spatz. Okay. Aber ist egal. Grüße gehen raus. Ich glaube, ich muss dich mal ein bisschen lauter machen, oder? Ja, ich bin auch hier mit Abstand, weil mich verwirrt so eine Kamera nebenbei. Ich will auch noch gut aussehen nebenher. Das ist ganz schwierig. Ich finde es schön, dass du beim Gut-Aussehen gestockt hast, so als könntest du dich auf beides gleichzeitig konzentrieren. Wenn du gut aussiehst, kannst du nicht mehr gut reden. Nee, ich kann nicht. Es geht nicht. Ich bin so nicht Multitasking, ich bin Monotasking-fähig. Mm. Was ist denn die Hälfte von Mono? Mo. Ah, okay. Mo-Tasking. Okay. Ja, also der erste Fall in Weimar, das ist witzig, weil wir waren ja noch vor ein paar Tagen hier beim Stadtrat, wo dann Peter Kleine gesagt hat, jetzt hört doch mal auf mit eurer Panik, es gibt keinen Fall in Weimar, der bestätigt ist. Und wird es auch nicht geben unter mir. Ja, das hat aber sein. Herr Kleine, treten Sie endlich zurück. Ja. Sie konnten es nicht verhindern, wäre ich Bürgermeister geworden, Oberbürgermeister. Ich nominiere Tino. Danke, gäbe es keinen einzigen Corona-Fall in Weimar, weil ich Weimar eingemauert hätte. So. Ja. Da gab es jetzt auch Meldungen, dass Trump sagt, die Mauer hält den Coronavirus auf und so weiter. Also die Mauer, hat er recht. Die noch nicht ansatzweise fertig ist, zumal, aber ist aber egal. Er hat recht, also einen Konsens haben Trump und ich, das ist die Mauer. Mauern helfen eigentlich bei allem, das muss man sagen. Das ist so, also zwei Sachen lösen jedes Problem. Mauern und Panzertape. Ja, quasi. Ja. Am besten beides. Ja, ansonsten noch die letzten Meldungen vielleicht dazu. Die TwitchCon wurde abgesagt. Das hatte ich vielleicht am Sonntag auch schon erwähnt, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall neu, die E3. Oh. Du erinnerst dich. Letztes Jahr habe ich gesagt, die E3. Oh, und Tino hat es uns super erklärt, was die E3 ist. E3 steht für dreimal, ist mir egal. Genau. Aber das ist schon hart. Also ich glaube auch wirklich, dass da Sony ein paar Einbußen macht, weil die wollten, soweit ich weiß, die PlayStation 5 auf der E3 vorstellen. Aber... Reziprok dazu gehen diese ganzen Netflix- und Unterhaltungsmedien, die gehen gerade richtig nach oben, weil alle bleiben zu Hause und zocken und schauen Netflix und so. Alles andere, also der Stockmarket ist im Freifall gerade in Amerika. Also ich gehe morgen ins Kino. Oh Gott. Ich gehe morgen zu den Känguru-Chroniken. Ist mir egal, ob ich mich mit Corona anstecke. Das ist ein deutscher Film, guckt sich kein Schwein an. Sitzt alleine drin. Mal sehen. Ja. Auf jeden Fall finde ich das bei der E3 ein bisschen schade, weil das gucke ich schon immer gerne an. Wird ja immer live übertragen. Da werden technische Innovationen vorgestellt. Ja, und hauptsächlich halt so Unterhaltungsindustrie. Das war immer eigentlich so dieses, Nintendo hat sich früh abgekoppelt, die macht ihr eigenes Ding, aber so Sony, Xbox, weißt du, PlayStation. Wärst du hingegangen auf diese Con oder auf die TwitchCon? Auf die TwitchCon auf jeden Fall. Die E3 ist in Los Angeles, da wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Ach so, nee. Ja, aber ich hätte Bock. Oh, fuck, man, Japan. Oh, man, Japan. Ja, das Problem ist klar, 400 Euro, das ist erstens ist immer noch übelst viel Geld. Für Japan hin und zurück ist es super wenig, aber ein bisschen Cash brauchst du ja auch noch. So, ja. Selbst wenn du jetzt wirklich, wie ich das letzte Mal auch, einfach nur auf Häusern übernachtest mit einem scheiß
Schlafsack. Das ist ja voll machbar, aber trotzdem brauchst du halt ein bisschen Geld, alleine essen und so. Und dann bist du halt ganz schnell bei 600 Euro mindestens. Ach, geh doch einfach jagen. In Osaka. Naja, so ein paar Ratten in der Stadt. Nicht mal das, man muss ja auch, also mindestens Osaka zum Beispiel, der Flughafen, den ich da gesehen habe, der war auch nicht in der Stadt. So. Du musst auch da mit dem Bus alleine das, quasi. Ja genau, vom Flughafen nochmal umsteigen. In den Busflieger, nein, aber selbst das werden bestimmt nochmal umgerechnet 10 Euro sein. Da schlackern mir die Ohren, du. Glaube ich. Und dann ist auch noch mein Mikrofon kaputt gegangen zum Livestream. Oh. Da muss ich mir vielleicht heute auch noch ein neues holen. Ja, habe ich gesehen, stimmt. Ich habe den Stream nachgeschaut, quasi so reingeschaut ein bisschen, habe ich gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Und irgendwie. Wie fandst du mein Audio? Hast du gesehen? Ich habe ja dann die Audio von der Kamera eingeschaltet. Und ja, mein klang Gott, so mittelmäßig. Ja, super gut war das. Ja, Japan, oh Gott, da habe ich Bock drauf. Also ich würde auch gerne mal nach Japan fliegen. Ich weiß gar nicht, was ich da tun soll, aber irgendwie sieht das immer so schön aus in den Filmen, was da so ist. Ich finde den Kontrast da auch einfach so schön aus. Arm und reich. Ja, das macht mich richtig geil. Und dass ich da verhältnismäßig reich bin, nee, ist Quatsch. Aber Bangladesch, nach Bangladesch gehe ich mal. Egal, was ich sagen wollte, ist der Kontrast zwischen, du hast halt Tokio, Größe, am meisten populiertete. Populiert. Da hat man Die meisten Popos, ja, das sowieso. Die meisten korpulierten, die meist korpulierte Stadt. Weißt du, was ich meine? Die meisten Einwohner der Welt. Frequentierte Stadt vielleicht? Nee, nicht frequentiert. Ist egal, du hast halt diesen Sündenpfuhl, ja. Und dann hast du aber die ländlichen Gegenden schon alleine gar nicht so weit weg, rund um den Fuji ist es auch die schon. Die ganzen kleinen Dörfer, ne? Ja. Und da hast du dann auch noch diese traditionellen Häuser mit den Schiebetüren und Krepppapier. Geil. Lecker. Ich glaube, Farin Urlaub hat mal erzählt, dass er in Japan auch über so Dörfer gelaufen ist, von Dorf zu Dorf. Und auf irgendeinem Berg hat ein alter Mann ihn angesprochen, Japaner. Ob er nicht Farin Urlaub wäre. Witzig. Voll die Geschichte. Ein japanischer alter Mann, oder? Genau, japanischer alter Mann. Und der fällt ja auf, der Farin, der große blonde Mann aus Deutschland. Das stimmt. Der wird ja immer angestarrt von allen und dann noch. Aber ich fand es halt spannend, dass er erkannt wird. Und ich glaube, dass die Japaner die Europäer sehr schätzen. Und ich kenne einen, der hat mal eine Zeit lang in Südkorea gelebt, glaube ich. Oder Japan war es. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Korea ist alles Korea. Eins. Ist ja alles eins. Ne? Nordkorea, China, alles das Gleiche. Russland, alles Asiaten. Sehen alle gleich aus. Alles gleich. Und er meinte, dass er haufenweise Modelverträge bekommen hat dort und dass er auch für eine Serie gecastet worden ist, die aber erst anfing zu produzieren, als er schon nach Deutschland zurück musste. Aber er meinte, so als blonder Europäer wirst du da total wertgeschätzt. Ja. Wo ich kurz überlegt hatte, wenn meine Karriere mal hier nicht läuft, also wie aktuell, dann gehe ich einfach nach Japan und werde da Model oder Serienschauspieler. Aber so blond bist du nicht. Kann ich mir ja färben. Ich bin ja Europäer. Na gut. Ich habe habe Augen, die groß wirken. Wir haben ja keine größeren Augen als die Asiaten. Das wirkt ja nur so durch die Falten, die wir hier haben. Die Lidfalte, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Rassenbildern. Sollte man mal ein Lied drüber schreiben. Schön, schön. Gott. Merkt man, dass wir nicht so viele Themen haben und erst Mittwoch ist, Leute. Und strecken müssen. Ja, ein Lied schreiben über Augenlider. Das ist sehr witzig. Nein, wir haben ja noch was. Viele Themen. Es ist doch gut. Das ist die 60. Ausgabe. Die muss halt was Besonderes sein. Zack, here we go. So, an dieser Stelle eine klare Empfehlung. Lost in Translation, einer meiner Lieblingsfilme. Ist wahrscheinlich echt in meinen Top 10 mindestens drin. Spielt in Tokio. Es hat schon so einen sehr melancholischen Unterton. Kann man den finden bei Netflix oder ist der eher so ein Independent-Ding, was man auf DVD findet? Das ist kein Independent-Ding. Das ist, der ist Regisseur, war die Tochter von Francis Ford Coppola. Wow, der Francis Ford Coppola. Der hat Der Pate gedreht. Einen der besten Filme aller Zeiten. Stimmt. Obwohl ich den persönlich jetzt nicht so sehr feiere, aber es ist halt objektiv ein sehr, sehr guter Film. Ja, hallo. Und Bill Murray. Magst du den? Ja, schon. Siehst du? Guckst dir an. Ja, aber nur weil die irgendwelche Töchter oder Söhne sind von irgendwem, machen die nicht eine gute Arbeit. Nicht ja, immer. Aber die macht das schon gut. Die macht das schon gut. Und, wenn du das sagst. Kennst du wieder nicht, ne? Black Widow von Avengers.
Also Avengers kenne ich, ja. So vom Hören, aber keine Ahnung. Okay. Black Widow ist so ein Superheld bestimmt, ne? Genau, was macht die immer? Na, wie eine Schotte, die ist so schwarz, hat ganz viele Beine, wie eine Spinne. Ja. Und frisst dann ihre Partner auf, nachdem sie Sex hatte. Richtig. Das ist ihre Superkraft. Ja. Du gehst ins Kino morgen. Es gibt halt einen Einzelfilm von der jetzt. Oh. Ja. Da gehe ich, glaube ich, rein. Mach das. Nee, morgen Känguru-Chroniken. Mach das. Marc-Uwe Kling. Mach. Der Film ist jetzt schon toll. Ich habe noch gar nicht gesehen, aber ich mag einfach die Bücher. Okay. Excel. Excel. Excel-Tabelle, was ist passiert? Er ist gesperrt worden. Oh, es ist passiert, ja. Es ist passiert. Wir haben jetzt wirklich die letzten zwei Wochen permanent davon geredet, dass irgendwelche Leute Strikes bekommen oder komplett rausgeballert werden, wie Adlersson zum Beispiel. Und auch Excel. Du hast ja auch davon berichtet, wie er irgendwie seine Unterwäsche da geputzt hat mit einer Zahnbürste. Hat mich persönlich und sexuell sehr erregt. Ja. Also, liebe Radiohörer, Excel 95, seines Zeichens YouTuber, fast 200 Kilo schwer, also wirklich, da kann man zu Recht sagen, breiter als er hoch ist. Mhm. Und das sagt er auch von sich selbst. Und der hat ein paar fragwürdige Videos hochgeladen, sich somit eine Fanbase erwirtschaftet. Aber diese fragwürdigen Videos haben ihm jetzt den Kanal gekostet, noch bevor er die löschen konnte. Er wollte eigentlich jetzt präventiv quasi welche runternehmen. Aber kann man denn nicht mal einführen, dass die erstmal gewarnt werden, die YouTubers, und dann kann man sagen... Das ist ja die Funktion von einem Strike. Also wenn du, er hatte ja zwei, das heißt, er wurde zweimal gewarnt. Ja, aber vor dem Strike, dass man sagt, hier, du kriegst gleich einen Strike, wenn du das Video nicht löscht. Aber das weißt du ja manchmal vorher gar nicht. Ja, aber das würde ja dann dafür sorgen, dass alle alles hochladen und dann kommt halt die Warnung und dann, okay, nehme ich es halt runter. Ja, bei so krassen Sachen ist klar, so wenn du jetzt irgendwie einen Mord irgendwie hochlädst oder so oder... Mord und dann YouTube im Zeigefinger. Moment, das gefällt uns jetzt nicht so gut. Wir geben dir jetzt eine Woche, das runterzunehmen, ansonsten bekommst du einen Strike. Ja, dann verstehe ich das ja, aber... Jetzt bei solchen Sachen, wo er seine Unterwäsche dann mit einer Zahnbürste abschrubbt, das finde ich da kann man auch nicht so, was ist denn das für eine Scheiße? Also ja, ich habe das Video nicht gesehen, aber warum ist denn das schlimm? Weiß ist er nackt dabei oder? Eben, deswegen schrubbt er sich ein, während er diese Unterhose anhat? Ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es auch nur gelesen, keine Ahnung. Mist. Das würde mich Excel interessieren. Aber ich war erschrocken auf deinem Gamescom-Video oder was das war. Ah ja, da war er auch zu sehen. Wo er mit so einem Rollator rumgefahren ist. Ich dachte, irgendwie, der kann nicht mehr laufen oder nee, so. Nee, also ich glaube, das ist einfach die Anstrengung über längere Zeit. Der kann schon laufen. Nur auf einer Messe halt nicht. Ne? Ja. Da fahren ja auch die gesunden, dünnen Menschen fahren ja auch manchmal mit solchen Rollern rum. Ich zum Beispiel. Rollern rum wenn ich oder dann die Leute trolle. Ja, ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es echt... Also, es ist ein bisschen zweischneidig. Klar will ich nicht, dass jeder Affe jeden Scheiß hochlädt, aber auf der anderen Seite, weißt du, diese Idee von einem freien Internet ist halt einfach nach wie vor geil. Ja, und dann kann ich irgendwie, auch hier kann man vielleicht Querverweis zu WikiLeaks und eventuell kommt einen Hörerwunsch machen. Vielleicht. Da kann es doch nicht sein, dass dann irgendwie immer wieder eine Alternativplattform kommen muss oder dass dann irgendwann Live-Leak genutzt wird, um irgendwie prankige Videos auf ja, da geht alles Internet auf Live-Leak, ist ja unfassbar. Ja, muss ja. Also Live-Leak ist auch so ein Stück weit WikiLeaks, aber halt mit Video. Hm. So quasi ungefiltert, auch halt klar gehen da viele hin, ich will jetzt mal was Extremes sehen, aber da sind dann halt auch irgendwelche ISIS Ermordungs-Hinrichtungs-Videos und das so. Das wusste ich halt nicht. Ich bin auch mal hingeschickt worden irgendwie, guck dir das mal an, da kannst du, es ist so wie YouTube, nur halt ohne Einschränkungen großartig. Da findest du ja echt irgendwelche Morde, da findest du ja alles Mögliche. Ja. Und klar, ist das nicht geil, dass sowas gibt, aber ich finde es halt auch irgendwie Schwachsinn, das komplett zu verstecken. Aber nee, es ist YouTube so, die dürfen ihre eigenen Regeln machen. Mhm. Wenn die sagen, hey, von heute auf morgen, wir haben keinen Bock mehr, dass ihr Let's Plays hochladet, dann ist das theoretisch deren gutes Recht. Ist natürlich super dumm. Und dann würden alle wieder sagen, oh, YouTube, ich verlasse dich. Und dann würde wieder nichts passieren. Obwohl Let's Play wäre schon echt eingreifen. Also das wäre schon, ich glaube, das würde vielleicht wirklich das mal kippen. Das würde auch die Plattform zerstören. Das wurde halt schon sehr oft gesagt, also weiß ich nicht. Aber Let's Plays, komm, das ist ja wohl ein großer Anteil, Riesending, ja. Nee, bei Live League muss ich aber sagen, ich finde das an sich ganz, ganz sinnvoll. Also ich verstehe, warum es sowas gibt, um solche Sachen zu dokumentieren, festzuhalten für die Öffentlichkeit. Es ist natürlich eine ethische Frage, ob man nicht aus Respekt vor den Toten, die da gezeigt werden, das nicht doch irgendwie unter Verschluss halten. Reicht's nicht? Könnte man im Zweifel schwarze Balken drüber machen oder so zu zensieren, aber weiß ich nicht. Also ich finde es
Natürlich muss es irgendwie gesichert sein, dass da nicht irgendwie der 10-jährige Hansel irgendwie kommt und sich dann die ganze Zeit Hinrichtungsvideos anschaut. Das wird seiner Entwicklung wahrscheinlich nicht unbedingt helfen. Eher nicht. Aber ich finde es schon gut, dass das in irgendeiner Form verfügbar ist, wenn man das halt sehen will. Oder das einfach, also wenn man es ins andere Extrem denkt, das Tod zu schweigen, so, ist irgendwie auch nicht. Das macht ja auch nichts. So. Nee, macht auch keinen Sinn. Aber wird dir Axel fehlen auf YouTube? Der hat ja schon wieder einen neuen Kanal. Ich habe den nicht geguckt. Ach so, also. Also er wird mir nicht fehlen, aber er fehlt mir auch sowieso nicht. Die werden nicht als Person gesperrt. Er in dem Fall nicht. Also Adlerson schon, soweit ich weiß. Mhm. Aber Axel nicht, der hat einen Ausweichskanal. Da ging es jetzt wirklich darum, dass er halt 3 Videos hochgeladen hat, die nicht geil waren und nicht, dass sein komplettes Kanalkonzept vielleicht irgendwie nicht geil ist oder sowas. Weiß ich nicht. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Adlerson nicht wieder in irgendeiner Form sich einen neuen Kanal machen kann. Bei dem war es halt nur so, dass 3 Kanäle gleichzeitig komplett runtergenommen wurden. Mhm. Ja, also was ich weiß nicht. Gar nicht, was Axel für Zeug gemacht hat für Videos. Ja, Bullshit. Halt so ein bisschen Tanzverbot. Also ich verstehe es schon, wenn man irgendwie besonders emotional redet. Ich könnte halt auch, wenn ich so Videos machen würde und mich übelst aufregen würde über Dinge, was ich ja auch machen könnte, aber so, dass ich es richtig ernst mache und nicht halt, wie ich es immer mache, so mit dem Augenzwinkern oder haha, ironisch oder so. Das zieht halt einfach irgendwie, das holt die Menschen ab. Und Tanzverbot und Axel, die machen halt nur solche Videos, wie sie sehr emotional über Kleinigkeiten reden, die halt ihr relativ, gut, bei Tanzverbot jetzt nicht mehr, aber ihr relativ, also ihren relativ kleinen Kosmos betreffen, ja, sag ich mal. Ja, oh, meine Wohnung ist wieder nicht aufgeräumt, oh, da könnte ich mich jetzt so aufregen. Und das ist dann halt ein 10-Minuten-Video und das gucken sich Leute an, weil sie haben halt mittlerweile, der Kanal sehr personalisiert. Personifiziert. Ihr wisst, was ich meine, also sehr persönlich. Und die Leute denken dann, okay, oh, mal gucken, was jetzt hier wieder in seinem Leben los ist. Und es ist halt so ein Stück weit dieses Asi-TV-Ding halt, ja. Nicht Asi-TV, nichts jetzt gegen Tanzverbot, dass er irgendwie Asi ist, aber halt dieses, ich schaue mir das Leben anderer an. Ja, doch schon. Und fühle mich dadurch vielleicht ein bisschen besser. Oder fühle mich vielleicht auch gut für die Person, wenn die mal was auf die Reihe bekommt. Wie jetzt Tanzverbot, der irgendwie 5 Kilo abgenommen hat. So. 5 Kilo, toll. Ja. Das ich bin ein bisschen drin, also Tanzverbot bin ich tatsächlich ein bisschen drin, aber in diesem Triumvirat, Tanzverbot, Drachenlord, Axel, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht große Unterschiede zwischen den Kanälen. Tanzi finde ich auch sehr sympathisch tatsächlich, irgendwie, der kann auch gut rappen, finde ich, das war ich auch voll überrascht. War ganz witzig, ja. Ach so, du meinst das Richtige, er hat ja 2 solche Videos hochgeladen, wo er so hat er da gerappt. Nee, ich kenne auch eins, wo er richtig gut gerappt hat, so richtig auch schnell und flowig und so. Weiß ich nicht mehr. Es war auf Englisch, glaube ich. Okay, Englisch, glaube ich. Da war ich überrascht. Ja, also Axel, keine Ahnung. Davor war aber noch so ein Ding, das wollte ich eigentlich ansprechen. Ja, es ging ein Vergewaltigungsvorwurf an, ein bei, ich glaube, Hamburg, Polizei Hamburg, Kripo. Ludwigshafen wohnt der. Ich glaube, da ist es gewesen. Aber irgendwas hat Hamburg, glaube ich, auch damit zu tun. Ist ja auch scheißegal. Und da hieß es, dass ein gewisser Rainer Winkler bei Axel zu Hause einen gewissen, was weiß ich, wie Axel heißt, scheißegal, vergewaltigt hätte. Und da stand es jetzt kurz davor. Drachenlord. Ja, Axel, also das hat halt irgendein Drecksnappel hat halt eine Fake-Anzeige quasi aufgegeben. Haha, lol, haha, ich versau jetzt gerade mir jemand eine Woche. Witzig. Aber da stand halt quasi die Kripo schon in der Türschwelle und wollte Hausdurchsuchung machen. Auch das wieder ein bisschen künstlich aufgebauscht, wenn dann Axel sagt, oh, wenn ich mir das vorstelle, dass ich hier nackt in meinem Bett liege und dann kommt die Kripo und dann ziehen die mich hier raus. Und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich nicht geil. So. Also ich finde die Vorstellung gerade sehr witzig. Hallo, willkommen. Hallo, na, wie ist es? So. Ich finde gerade die Vorstellung sehr witzig, dass der Drachenlord Axel vergewaltigt. Warte mal, da müssen wir jetzt aber echt mal irgendwie eine Lanze brechen für die Leute, die gerade auf YouTube sind. Die haben das nämlich gerade gesehen. Ja, ne? So halb zumindest um die Ecke. Da kam gerade ein Herr zur Tür rein. Ich habe halt diesmal extra ein scheiß Schild an die Tür gehangen und habe gesagt, hier. Bis 17:30 aber nur, ne? Steht dran. Ja, und? Am Zettel. Ach so, wie spät ist es, Tino? Um 4 ist es. Es ist um 4. Ja, sorry. So. Und dann kommt hier halt trotzdem einer rein. Das scheiß Ranzstudio. So. Wir müssen es positiv sehen. Es ist der Podcast der offenen Tür. Alle können reinkommen, wenn sie wollen. Alle können rausgehen, wenn sie wollen. Ich kann auch jetzt gehen, wenn ich will. Okay, tschüss. Geh ich einfach raus und dann ist hier Feierabend. Okay. Und dann sieh zu, wie du hier einen Podcast machst. Mach ich. So einfach geht das. Ach, Tino.
Excel, also haust euch so, ja, ich finde diese ganzen Moves halt total dumm. Aber das, also wer denkt denn da was anderes? Ist das sowas wie Swatten quasi? Ja, es ist so ein zeitverzögertes Swatten. So. Ist ja ganz, ganz toll, also ich weiß nicht. Ich mag die Community von Drachenlord und von ja, allen anderen. Also Drachenlord gucke ich hin und wieder auch mal und manches belustigt mich auch, aber dieses, also wirklich diese, die wirklich seine Hater sind oder halt im Drachengame drin sind oder was auch immer, die sind halt nicht eindeutig besser als er selber. Ohne Spaß. Ja, auf keinen Fall. Ich finde ja auch, dass. Das ist so dumm. Ich finde auch die Menschen trauriger, die ihn auf der Schanze besuchen und ihn da Böller auf die Tür werfen, ja. Die sind, finde ich, trauriger als Drachenlord selber. Ich glaube, dass Rainer Winkler ja, er ist menschlich, selber, ethisch über den steht und auch körperlich ja, und intelligentmäßig über, ja, weiß über ich den nicht. Steht. Doch, also das ist schon eine steile These, der ist schon echt nicht der Hellste, der ist schon auch echt nicht der Ethischste oder Moralischste. Nee, ist er nicht, aber ich finde, ich hatte auch schon mal eine Diskussion mit jemandem, ich finde, wenn man sich selber besser fühlt als der Drachenlord, das tun ja die Menschen, die ihn da besuchen, die denken, ja, ja, wir machen uns über ihn lustig, wir treten nach unten, aber wenn die wirklich über ihm stehen würden, vom Niveau her, würden sie ihn einfach nicht beachten. Würden die sagen, mach doch deinen Scheiß so, mach deine Aufrufe zu irgendwas. Wenn es mich nicht betrifft, dann lass ich den in Ruhe. Ja, aber wie traurig muss ja dein Leben sein, ja, wenn du da hinfährst nach hier Altschauerberg, keine Ahnung. Die fahren sag die richtige Adresse, keine Ahnung, Altschauerberg 38. Ja, die fahren da stundenlang in dieses Dorf rein, terrorisieren den, da werfen der Böller hin, die sie auch vorher kaufen mussten. Ja, das geben macht da ja Geld nicht jeder, aus. Aber ja, ich aber also den Punkt verstehe ich auf jeden Fall schon eher, wenn du es so sagst. Also, wenn man sich irgendwie aus der Ferne drüber belustigt oder auch mal irgendwie einen Trollkommentar schreibt von mir aus, aber wirklich gezieltes Mobbing an ihm, die Kommentare, die da teilweise stehen, ich weiß nicht, es ist halt einfach ein Step zu weit und da kann man nicht mehr sagen, ich bin jetzt in irgendeiner Form besser als er. Oder er ist auf jeden Fall kein geiler Typ, so. Nee, ist er nicht, aber er ist ja halt auch Mensch letztendlich so, der irgendwie auch Gefühle hat, auch wenn er sie vielleicht nicht zeigt, außer Wut und Hass. Aber auch diese Aktion, dass Menschen mit einer Maske von seinem toten Vater da irgendwie rumlaufen und so, ja, das finde ich halt alles so, wo führt denn das hin? Was soll das aussagen? Das ist kein bisschen klug. Schreibt doch eure komischen Kommentare drunter, macht eure Reaction-Videos und so. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht geil. Hm. Das verbittert mich irgendwie. Hm. Ich bin nicht gut drauf heute. Ich finde das irgendwie, mich nervt die ganze Welt derzeit. Ich will morgen einkaufen gehen und Nudeln kaufen. Und bist du jetzt auch so ein Hamsterer? Nee, halt nicht. Ich will normal wie immer alle 3 Wochen Nudeln kaufen. Tine, sag mal, warum und kauft keiner Hamsterkäufe Kondome? Das ist doch das Wichtigste. 14 Tage Quarantänezone zu Hause, was machst du denn außer bumsen? Ich weiß, also ich habe genug zu Hause, keine Ahnung. Naja, aber weißt du, das wundert mich, dass irgendwie Klopapier, du kannst ja auch zur Not mit Wasser einen Arsch abwischen, so, aber. Oder Hand, ja. Kondome vielleicht oder sowas. Also bisher, muss ich sagen, als Sexualpädagoge, da ist wenig Ansturm. Wir kriegen oft Anrufe von Leuten, die fragen, ob sie jetzt Corona haben könnten oder ob HIV und Corona ein Problem ist, ist es, kann ich über genau. HIV Corona übertragen? Nee, aber HIV erkrankt, die haben ja eh ein geschwächtes Immunsystem und so. Aber bisher gibt es da keine richtigen Belege dafür, dass es schlechter sich auswirkt auf HIV-Patientinnen. Aber ganz ehrlich, mich nervt das alles gerade irgendwie. Ich will nicht irgendwie dann, ich habe immer Sakrotantücher zu Hause und Desinfektionsmittel, weißt du, weil ich eh schon so ein komischer Typ bin, dass ich desinfizieren muss, nach jedem Händeschütteln. Jetzt kann ich es nicht mehr machen, weil es überall ausverkauft ist. Und dann werde ich eh schief angesehen, wenn ich dann doch mal eins kaufen will. So ein Corona-Hypochonder. Nein, ich mache das immer. Ich bin immer Hypochonder. Nicht nur jetzt. Oh Gott. Das nervt mich alles derzeit, ich weiß nicht. Naja. Wollen wir noch ein bisschen über Amerika reden? Aber es ist meine schon ziemlich fortgeschritten. Wir sind relativ fortgeschritten. Wir haben noch 13 Minuten ungefähr. Ah ja, schön. Läuft auch bei meinem Rechner nicht. Alles klar. Also Franz hat mir gerade das Go gegeben, dass mein Mikrofon wirklich kaputt scheint. Oder zumindest das Kabel. Also muss ich dann wohl... Hallo, herzlich willkommen. Na, wie ist es? Erneut. Wir machen ja gerade eine schöne Videoaufnahme. Was ist denn das Schönes? Ist das eingetragen oder was? Das ist eingetragen. Ich habe von 4 bis 6 hier reserviert. Und das steht sonst niemand. Ah, okay. Das ist aber komisch. Deshalb gibt es diese Liste. Wir sind, wir sind gleich durch. Keine Angst. Ist das okay? Noch 10 Minuten oder? Wenn nur 10 Minuten. 10 Minuten. Ja, nicht länger. Okay, ich hole schon einen Kaffee und komme. Ja, alles klar, danke. Dankeschön. Tschüss. Das habe ich gar nicht gesehen tatsächlich, dass die Liste voll war. Was machst denn du hier mit uns? Scheiße. Wir haben
Komm, ich muss sagen, wir haben heute zum ersten Mal die Regel gebrochen. Ja, sonst sind es immer alle anderen, die uns rausschmeißen. Außerdem, guck mal, zur 60. Folge haben wir so eine richtig actiongeladene Ausgabe hier. Ey, absoluter Wahnsinn. Ich würde sagen, Ups und Downs. Hat er jetzt halt ein Problem, weil vielleicht sind es auch noch 11 Minuten. Egal. Oh. Ich komme jetzt 10 einfach. Ging klar, bei 11, da drehe ich durch. Ich komme jetzt nochmal kurz zu Amerika. Es sieht schlecht aus, ne, für Bernie. Naja, der ist jetzt ungefähr, also es war jetzt quasi nach Super Tuesday letzte Woche, war jetzt nochmal ein kleiner Super Tuesday, wo in 6 Staaten gewählt wurde und irgendwie, was weiß ich, wie viele Delegate vergeben wurden. Und jetzt ist er halt nochmal 50 Delegate mehr im Hinterdrein, wie sagt man, hinterher. Mhm. Und wie gesagt, durch die Super Delegate, die noch oben drauf kommen, ist es natürlich schwierig für ihn, das überhaupt noch zu schaffen. So, wenn man halt bedenkt, dass er quasi mit einem 700-Delegate-Malus ins Rennen geht. Mhm. Maximal, glaube ich. Weil die auf jeden Fall eh nicht an ihn gehen. So. Und da wird halt jetzt die Frage groß. Ursprünglich hieß es ja Vote Blue, no matter who. Mhm. Aber nach und nach zeigt sich halt auch, dass viele Leute jetzt sagen, da wurde wieder gerickt und so. Und zu einem gewissen Teil glaube ich auch, dass das so ist. Aber zu einem anderen großen Teil ist es halt einfach so, dass Joe Biden alleine dadurch, dass es dieses Impeachment-Verfahren war und man jeden Tag seinen Namen gehört hat, durch den Sohn, der da in der Ukraine mit drin hing, ist er halt einfach so in den Köpfen drin. Außerdem, ja, der Best Buddy von Obama und so. Es ist halt schon verständlich, dass die Leute irgendwie für ihn voten, sag ich mal. Ja, im Vergleich zu Hillary Clinton, die halt durch die E-Mails und so, kommen wir vielleicht auch im nächsten Hörerwunsch noch dazu. Oh ja, auf jeden Fall. Die halt sehr in Ansehen gelitten hat vor 2016, also vor der General Election gegen Trump, ist Joe Biden halt schon relativ beliebt. Hm. Das ist ja auch so, keine Ahnung, dieses Yo, der Farbige mit seinem coolen weißen Bro, die im Auto auch rumfahren. Das war schon cool damals, ja. So. Aber er hat doch jetzt auch schon ganz viele komische Aussagen getätigt. Er hat sehr viele komische Aussagen. Und das ist nämlich genau der große Punkt jetzt. Er hat irgendwie sein Leben lang Stottern gehabt. Und das wird jetzt alles als Stottern abgetan, was er da so von sich gibt. Aber viele Sachen, die er sagt, und dass er seine Frau und seine Schwester verwechselt und so Geschichten, das lässt sich ja nicht mit Stottern erklären. Das geht uns ja allen so, oder? Ja, jeder, der stottert, hat mal gesagt, das ist meine Frau. So, das ist halt Quatsch. So. Also die letzte Rede, die ich von ihm gesehen habe, war ziemlich gut, jetzt nach dem Tuesday. Und ich habe ja eh nichts, deswegen, ich kann hier quasi übelst frei sprechen, weil was ich hier sage, ist für Amerika übelst irrelevant. Ja. So. Ich würde halt auf jeden Fall für Joe Biden wählen und sehe halt auch jetzt gerade realistisch, dass es Bernie wahrscheinlich nicht mehr schaffen kann, außer Joe Biden stirbt jetzt an Corona oder sowas. Mhm. Ja. Kann passieren. Nach wie vor sage ich, kann Bernie passieren. Ist mit Abstand die wesentlich bessere Variante, aber es wäre richtig dumm, wenn die jetzt aus Frust sagen, die Bernie-Wähler, den Joe Biden, den wähle ich nicht, weil der ist auf jeden Fall, egal wie senil, wie dement, wie zurückgeblieben, wie von gestern, ja, wie weltfern er auch ist, der ist um Längen besser als Donald Trump. Und wenn Donald Trump im Amt bleibt, das ist halt auch so ein Ding, was ich so unfassbar krass finde, was in Amerika ist. Du hast halt den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof. Mhm. Ja, und da kann der Präsident quasi Judges, Richter reinsetzen in dieses Amt und die bleiben da auf Lebenszeit. Das heißt, wenn Trump jetzt eine zweite Amtsperiode antritt, werden 7-2 republikanische Richter im Supreme Court sein. Schlecht. Das ist ganz sehr schlecht. Ja. So, weil es jetzt auch die eine gibt, irgendwie, wie heißt sie, Ruth Bader Monstrum. Meinhof, ja. Genau, Bader Meinhof. Nee, aber irgendwie so in die Richtung, die hatte jetzt auch letztes Jahr, die hat gerade so irgendwie den Krebs besiegt, aber liegt halt auch in den letzten Atemzügen quasi und ist aber immer noch Richterin mit ihren paar 80. Und solche Leute müssen halt irgendwann ersetzt werden. Hm. Und wenn dann republikanische Richter da reinkommen, das ist nicht so gut. Dann wird halt in Zukunft da gar nichts Progressives mehr durchgeboxt. Das wusste ich ja gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist faszinierend, ja, ja, ja. Oder? Ja. Wenn du sagst, okay, aber ich glaube, da gibt es auch ein Mindesteintrittsalter, also vielleicht 60 oder so, ich weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, dieses Wahlsystem in den USA finde ich so verwirrend. Und ja. Nur alte Menschen, alte weiße Menschen vor allem. Und diese Superdelegate übrigens, die gibt es auch nicht bei den Republikanern. Das ist, die Parteien machen das unterschiedlich. Mhm. Und wie gesagt, Superdelegate sind halt von der Partei die Eliten, die dann noch zusätzliche Stimmen verteilen können. Mhm. Quasi ein so ein Superdelegat ist dann quasi, ich glaube, für 10.000 Stimmen so ungefähr von der Gewichtung. Was halt ultra hart ist. 10.000 Stimmen kannst du einfach negieren mit deinem, ja, nee, ich finde den anderen geiler. Das ist unfassbar, ja. So. Und das hat die Republikanische Partei nicht. Und wenn die das hätte, hätte es Trump auch nicht ins Amt geschafft.
Was man natürlich jetzt auch wieder gut oder schlecht finden kann. Mhm. Ja? Also so, um zu verhindern, dass irgendjemand ganz, ganz Schlimmes an die Macht kommt, nur weil es das Volk will. Ja, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Also ich finde das dann auch besser so, wie sie es gelöst haben. Ich finde es schon clever, wenn man sagt, das, was das Volk will, also es ist halt Demokratie einfach. Und wenn das Volk halt irgendwie seinen Untergang will, dann ist das so. Ein großer Punkt, und da kommen wir auch zum Hörerwunsch, glaube ich, mehr da drauf. Die Medien spielen halt echt eine Riesenrolle. Weil wir hatten ja auch hier drüber berichtet, Bernie Sanders hat die ersten 3 Staaten komplett gewonnen. Mhm. Dann hat Joe Biden den 4. gewonnen, South Carolina. Und das wurde sowas von durch die Medien gepeitscht. Mhm. Und dann kam der Super Tuesday. Es ist schon, also egal, kommen wir im Hörerwunsch noch. Aber es muss auch so eine Abstufung geben, ja, also, dass man sagt, okay, wenn jetzt Sanders nicht an die Macht oder nicht gewählt wird, dann wähle ich halt den Nächstbesten so. Und dann muss doch eine Abstufung geben. Und dass dann so viele sagen würden, wenn Bernie nicht demokratisch, also nicht der Demokrat wird, dann wähle ich halt Trump oder so. Ja. Das finde ich halt total irrsinnig. Also die einzige Erklärung, die ich dafür sehe, ist, dass halt Bernie und Trump so ein bisschen, also sie sind sich so ein bisschen ähnlich, weil sie im Wahlkampf zumindest gesagt haben, wir sind gegen das Establishment. Trump ist halt absolut pro Establishment. Ja, aber er sagt halt. Aber im Wahlkampf hat er halt gesagt, hier, wir machen alles anders. Wenn ich in Washington bin, ich mische den Laden so richtig auf, draining the swamp und so. Mhm. Und das ist natürlich alles nicht passiert, aber das haben beide gemeinsam. Mhm. Und dann sagen sich, okay, oh, wenn ich jetzt Status Quo Joe wählen muss und alles bleibt beim Alten, habe ich keinen Bock drauf. Aber es ist einfach immer noch wesentlich besser als Trump. So, jetzt habe ich euch genug mit Amerika gelangweilt. Wir haben jetzt nur noch 4 Minuten, wir müssen die Woche bewerten. Ja, weiß ich nicht. Was, diesen Donnerstag, was da wieder passiert ist. Und Freitag auch, Alter. Das waren die schlimmsten Tage von allen. Also Köln war aber geil. Also Köln, das freut mich für dich. Super nice. Also auch der Film war toll. Der Film, Känguru-Chroniken. Känguru-Chroniken, wow. Hast du dreimal angeschaut diese Woche? War dreimal drin, tatsächlich, ja. Am Stück quasi. Empfehlung, 10 von 10. Große Empfehlung, auch die Woche war eine 10. Nein, die Woche, es ist nicht so viel passiert, muss ich sagen, bis jetzt. Ja, irgendwie nicht. Und Corona ist irgendwie jetzt auch nicht schlimmer geworden. Ich bin bei einer, doch schon, aber nicht eklatant. Deine Angst ist schlimmer geworden. Ich bin bei 5, aber für Excel aus Solidarität gebe ich die 6. Excel gesperrt. Ja, komm, 6 ist okay. Ich habe Excel schon mal getroffen. Ich habe Excel schon mal in einem YouTube-Video kritisiert. Hm. Und jetzt ist er gelöscht. Dann geben wir euch mal mit. Mein Mikrofon ist kaputt. Dann geben wir euch. Ich kann ja auch einfach hier. Nimm das mit, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Oder von oben am besten. Perfekt. Wir geben euch mit, liebe Leute, wenn ihr Hamsterkäufe macht: Nudeln, Klopapier, Kondome. Ja. So. Ich meine, ihr wollt doch irgendwie. Ihr ladet euch euer Tinder-Date ein, macht 2 Wochen durchgehend Netflix und chill. Da hilft euch Klopapier nicht, da hilft auch kein Nudeln. Eure Nudel hilft. Ja, ich rufe auf, dass ihr euch sofort einen Corona-Partner sucht oder Partnerin, mit der ihr euch dann in Quarantäne stecken könnt. Kauft Nudeln ohne Ente am besten auch, ja, wir als Vegetarier. Ja. Ganz viele Kondome und Getränke und dann könnt ihr einfach mal durchbumsen, bis die ganze Schose vorbei ist. Es ist nicht das Kondom die Quarantänezone für den Penis? Muss man so sagen. Ja. Steckt auch im Penis, nicht nur in Quarantäne, auch in die Einführ, ich will nicht Löcher sagen, Einführzonen anderer Menschen. Ja. Es wird uns alle glücklicher machen. Und die Quarantänezeit auf jeden Fall verkürzen. Mann, Tino, wir sind solche Arschlöcher, ne, dass wir hier. Ich hab's nicht gelesen. Wegnehmen. Und ich häng dann auch noch das Schild draußen dran und sag, ich hab's nicht gesehen. Ich komm hier ja nicht rein. Ja, meine Schuld, tut mir leid. Jetzt gehen wir hoch ins richtige Studio. Das wird jetzt auch voll sein, sonst wäre es frei sein. Es muss frei sein. Hast du uns eingetragen vorhin? Nee, weil ich dachte, es kommt eh keiner mehr. Okay, großer Fehler. Eieiei. Ja, wir probieren es mal, aber keine Ahnung. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für ungefähr 60 Folgen. Eigentlich sind es 61 Folgen. Nee, es hätten wahrscheinlich 63 sein müssen. Also ich glaube, wir haben schon ein paar Mal ausgesetzt, aber. Ja. Aber ich finde, es war ein ganz schönes Finale für diese Staffel, ja? Ja, ich auch. Ich habe mich voll aufgeregt. Aber ist ein Staffelfinale nicht eigentlich die 59. Stimmt, Staffelanfang ist jetzt quasi. Ja, Staffelauftakt. Es wird besser. Okay, das ist der Staffelauftakt. Wir versprechen wieder, dass jetzt kommen Jingles ab sofort. Oh ja, die haben wir doch in Folge 30 schon versprochen, oder? Wir geben uns viel mehr Mühe. Jingle, jingle. Und ich verspreche, ich bin besser gelaunt beim nächsten Mal. Wenn wir aufnehmen dürfen und wir nicht in Quarantäne gesteckt werden, dann machen wir einfach Podcast über Skype oder so oder Telegram, Audio-Nachricht.
Habe ich mit Herr Rodes auch schon mal gemacht, während er seinen Frühjahrsputz gemacht hat und im Hintergrund gesaugt hat. Also kann ich empfehlen. Podcast cool, über Skype, beste. Cool. Dann, liebe Leute, wir müssen jetzt den netten Herrn mit dem netten Akzent reinlassen. Ja, wir müssen aber trotzdem noch 30 Sekunden sprechen, weil sonst kommen wir nicht auf die eine Stunde. Und Tino, was geht bei dir heute noch? Heute echt gar nichts, ehrlich gesagt. Ich werde heute früh schlafen gehen. Morgen gehe ich dann ins Kino, ganz romantisch. Und ich frage nach heute und du erzählst von deinem Morgen, sag mal. Aber heute nichts mehr geht. Du lebst so in der Zukunft, Tino. Heute geht nichts mehr. Du bist halt Tino Musk. Nee, ich werde mir jetzt noch eine Pizza gönnen, glaube ich, und nach Hause gehen, Netflix gucken und dann bin ich morgen dann frisch. Ich habe morgen frei, zum ersten Mal. Okay. Seit langer Zeit. Also für den Fall, dass wir jetzt über Zeit sind, interessiert mich das nicht mehr, aber für den Fall, dass wir noch nicht über der Zeit sind. Was machst du denn heute noch? Mir ein Mikrofon kaufen und streamen. Bei Saturn? Mit diesem Mikrofon. Ja, vermutlich muss ich ja, also... Ich brauche eins mit AUX-Anschluss, glaube ich. Da kann mir meine USB-Dinger keinen Schnitt durch die... Wie sagt man? Schnitt durch die... Rechnung machen. Strich durch die Rechnung. Ja, ja. Okay. Genug Dünnpfiff. Wir machen jetzt raus hier. Tschüss, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal im Brennpunkt Internet mit Robin Osterafu und Tino Ramon. Tschüss. Tschüss. Und Cut. Zack, Datei, Track Bouncing, Input 3, okay. Vorproduktion, Sendungen, Brennpunkt Internet. So. Ich glaube, er ist hier, weil er Musik aufnehmen will, weil er hat eine Gitarre dabei. Ja, dann zerlatschen wir die doch einfach. Ja. So, jetzt exportiert die Scheiße. In der Zeit ist die Kamera noch an. Also Leute, das war's jetzt hier. Nicht weiter spektakulär. Und auch nicht weiter schön anzusehen, leider. Ranzstudio halt, ne? Ranzig. Ich hoffe, der Kollege war nicht in der Kamera zu sehen. Der hat, glaube ich, hier nur kurz reingelunzt. Ja. Er ist reingelaufen ein paar Mal. Okay. Tino Ranzacher. Tino Ranzmann. So, gibt es jetzt hier noch irgendwas Spannendes zu sehen? Das ist Tinos Aussicht jedes Mal. Tolli, der Taxifahrer guckt. Ja, schönes anderes. Ja, und hier war irgendwie früher eine Party-Location drin. Und dann wurde aber hier so viel gefeiert, dass das jetzt irgendwie baufällig ist. Das heißt, wenn man hier drin, also wir sind immer Lebensgefahr ausgesetzt quasi, wenn wir hier drin agieren. Offiziell, ja. Sprich, wenn wir für euch Podcast aufnehmen, dann seid uns gefälligst dankbar, denn wir riskieren unser Leben. Ich glaube sogar, die Chance hier an einem Einsturz zu sterben, ist höher als an Corona zu sterben, von daher. Ich glaube auch fast. Also in unserem Alter auf jeden Fall. Wir sterben eher beim Radio als Corona. Wir sind hier erst bei 44. Ui. 47, 48. Der steckt uns, glaube ich. Noch ist er nicht da. So, Tino, ich leg mach mal hier so, weißt du, so ein... So einen harmonischen. Jetzt geht's vorbei. Schön. Jetzt fadet es langsam zu schwarz. Warum? Naja, weil das Video zu Ende ist. Ach so. Tschüss!